Gut. Meine lieben Freunde da draußen, herzlich willkommen heute wieder im Interview mit dem Rekrutier. Ihr wisst ja, dass ich sozusagen immer auf der Jagd bin nach den Top-Leadern, nach den Top-Networkern der Branche, um sie für euch mal ins Interview zu kriegen. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute mal jemanden da habe, hinter dem ich mehr oder weniger schon 5 lange Jahre her bin. Und ich sage einfach mal herzlich willkommen heute im Interview zum MLM Top Leader, Top Führungskraft Martin Ernst. Hi Martin, grüß dich. Servus Tobias, grüße dich. Und an der Stelle muss ich eins sagen, ich war ja eigentlich hinter dir her, weil ich es nie geschafft hatte, bislang eines deiner Top-Trainings zu sehen. Und kürzlich hatte ich ja die Chance dazu. Also bin sehr beeindruckt. Jetzt weiß ich auch, warum du in aller Munde bist sozusagen. Also jetzt nicht als Geschmacksstoff, sondern eher als Promotionstoff. Und also wirklich tolles Training an der Stelle. Gleich mal vorweg, ein paar Blumen für dich, dass du nett und freundlich mit mir umgehst an der Stelle. Aber es war wirklich super und ich freue mich, dass es endlich geklappt hat, hier das Interview zu machen. Dankeschön. Klasse, gut, freut mich natürlich, also ist jetzt wirklich nicht gestellt, freut mich natürlich, dass du mir so Vorschusslorbeeren gibst, aber du hast wahrscheinlich auch den guten alten Dale Carnegie gelesen, ja. Menschen können sich gegen alles wehren, nur nicht gegen ein ernst gemeintes Kompliment. Aber ich gehe davon aus, dass es ernst war. Danke an der Stelle und ja, freut mich sehr, freut mich sehr. Gerne. Martin, ich habe ja. Wie gesagt, ich frage immer so ein bisschen nach der Vita, nach deinem Werdegang, das machen wir nachher alles noch. Es ist ja in der Tat so, dass ich, um ehrlich zu sein, vor 5 Jahren, wo wir unser Geschäft gestartet sind, habe ich mich mal so erkundigt, welche Firmen es am Markt gibt und wer dort sozusagen die Top-Führungskräfte sind. Und ich bin damals auch auf deinen Namen gestoßen, als absolute Top-Führungskraft in deinem Partnerunternehmen. Und ich hatte dich ja damals irgendwie mal auf einer Social-Media-Plattform angeschrieben. Und ja, um auch irgendwie an dich ranzukommen, da bin ich auch ehrlich. Ja, ich bin ja nach wie vor ein Rekrutierer, jemand, der sich auch festbeißt an anderen Leuten. Ja, du lebst mittlerweile im Ausland. In Monaco, habe ich mir sagen lassen. Ist das richtig? Also wir leben jetzt mittlerweile in der Schweiz, aber bis vor kurzem haben wir in Monaco gelebt, das stimmt. Wir sind unseren Kindern gefolgt, die auf dem Internat sind in der Schweiz und dass wir die einfach ein bisschen sehen können. Am Wochenende haben wir Südfrankreich als auch Schweiz als Wohnsitze, ganz genau. Wir gehen sozusagen wie die Nomaden mit dem Wetter. Im Winter sind wir dann in der Schweiz, also wir ziehen jetzt sozusagen gerade in unseren Zelten wieder Richtung Schweiz und im Sommer dann sind wir in Südfrankreich. Wow, okay. Hört sich sehr, sehr charmant an, zeigt aber am anderen Ende auch, dass es durchaus lohnenswert ist, sich festzubeißen, seinen Weg kontinuierlich zu gehen, um dann mal einen Lifestyle zu leben und zu führen, ich sag mal, den, ja, ich sag mal, die meisten von uns wahrscheinlich nicht leben können und auch nicht erleben werden. Martin, jetzt ist ja nur so, du bist nicht als Networker geboren, bist auch nicht als Networker auf die Welt gekommen. Die Story behind, beziehungsweise dein Werdegang, wie bist du denn dazu gekommen? Das interessiert mit Sicherheit einige da draußen. Vielleicht sagst du da 2, 3 Sätze dazu. Ich sage es mal so, und es möchte nicht falsch verstanden werden. Vielleicht ist gerade der Grund, warum ich den Erfolg genießen darf, jetzt hier heutzutage, der, weil ich eben nicht als Networker geboren bin. Weil ich erlebe ja doch oft der ein oder andere, der sagt, ich bin ein Network-Spezialist, und dann frage ich, was zeichnet dich aus als Spezialist? Und dann sagt er, ich mache schon die 17. Firma. Das ist dann für mich eher so ein Zeichen, ein Glück bin ich kein Spezialist. Also, wenn ich zurückschrauben darf an der Stelle, ich meine, ich war gerade mal 22, als ich durch so ein Button-Kontakt eigentlich zu Herbalife kam. Und auch hier, muss ich sagen, war dann genau der Punkt, den du gerade ansprichst, festbeißen. Und meine Sponsorin damals, die nicht unbedingt super aktiv war, aber sie war einfach jemand, die der Firma treu war, die dabei geblieben ist, die Produktkunden gehabt hat und so weiter, hat einfach dann mehrfach bei mir angerufen, bis es tatsächlich geschafft hat, mich auf ein Training zu bringen, was einige 100 Kilometer entfernt in Italien stattgefunden hat. Da saß ich dann. Zum Glück war es Italien, muss ich sagen, weil ich habe noch niemals so eine Inspiration zur damaligen Zeit gesehen. Also das war dieser Flair. Da standen die Autos vor der Tür, da war dann Küsschen rechts, Küsschen links. Ich meine, da wo ich war damals, ich habe in dem Bereich im Einzelhandel gearbeitet. Ich war froh, dass mich keiner Küsschen rechts, Küsschen links begrüßt hat damals. Und die jungen Damen da alle, sage ich mal, super gestylt und dann auch dank der Produkterfahrungen neue Körper sozusagen, eine Ausstrahlung an allen Ecken, super gelaunt.
damals schon, ich rede jetzt damals, wenn ich so sage, dann rede ich jetzt von 20 Jahren, wird es jetzt bald sein. Da war ich gerade mal, wie gesagt, knapp 23 Jahre. Im November werde ich 43 und da wurde ich dann 23. Im Oktober habe ich es kennengelernt. Ich habe sozusagen jetzt nächsten oder übernächsten Monat habe ich dann mein 20-Jähriges. Und als ich da so drin stand, da denke ich einfach nur, das ist es. So gute Laune habe ich noch nie erlebt, so viel Positivität, die Möglichkeiten, dass ein Mensch wie ich vielleicht auch nur ein Zehntel davon verdienen kann, wie von Menschen, die ich dort kennengelernt habe, wie Markus Lehmann beispielsweise, der damals schon eine Unmenge an Geld verdient hat, wo ich dachte, wenn ich nur ein Zehntel verdiene, da wäre ich schon glücklich. Das hat mich damals inspiriert, in die Vollen zu gehen, zu sagen, okay, das packe ich jetzt an. Aha, okay. Könnte man sagen, dass dich die positive Atmosphäre, die Stimmung, die Aura sozusagen in dieses System hineingeboren hat oder dass das ein Grund dafür war? Das war der einzige Grund, wenn ich mal so sage, weil das Produkt habe ich damals gar nicht richtig verstanden, bekannt. Ich habe es gegessen damals, habe die Produkte kennengelernt auch und habe dann gesagt, wow, ich fühle mich tatsächlich viel besser. Ich war plötzlich, sage ich mal, belastbarer, ich war wacher, ich war besser drauf, all diese Dinge. Aber der Schlüssel für mich, warum ich plötzlich offen war, die Dinge zu testen und mich der ganzen Sache letztendlich auch zu öffnen, weil ich da noch nie was von gehört hatte, von der Art und Weise des Vertriebs. Ich war total wie, ich kam wie das Kind letztendlich hier zum, wie sagt man dazu, Kind zur, auf Deutsch, Kind zur Waage, Kind zur Mutter, wie auch immer. Jungfrau zum Kinde. Ah, das war's, Dankeschön, siehst du, wie die Jungfrau zum Kinde, kam ich da so an und denke, wow, was für eine Stimmung hier. Und ich wollte diese Stimmung haben. Die Stimmung kannte ich nicht in meinem Leben. Dieses Miteinander, dieses Helfen, diese Positivität. Die war mir nicht bekannt. Ich hatte nur miescremiges Deutschland mit Neid und Eifersucht sozusagen, hatte ich im Kopf. Aber dieses, hey, du musst Erfolg haben und dann freuen wir uns alle, das kannte ich nicht. Und so bin ich nach Hause, habe dann damals meiner Freundin, heutigen Frau, Mutter meiner zwei Kinder erzählt, wir sind super glücklich mit dem, was alles passiert ist und haben eine tolle Familie. Und durch sie möchte ich mal an der Stelle sagen, bin ich dann auch dabei geblieben, weil sie als Frau hat dann gesagt, okay, lass uns das gemeinsam anpacken, wir ziehen es richtig durch oder gar nicht. Und dann haben wir uns gemeinsam hingesetzt und die Sache angepackt. Und das war dann auch letztendlich dann der erste Schritt in einen richtig großen Erfolg. Super Geschichte. Sag mal, das hört sich so an, als ob deine Frau jetzt dann der schlussendlich treibende Keil war. Sie war, ich werde mal so, der treibende Keil, würde ich vielleicht sagen, war ich, weil ich habe sie ja dann auch damals überzeugt, das zu tun. Aber ich bin so eher der Inspirative, ich sehe die Sache in der Zukunft, ich bin, sag mal, begeisterungsfähig, wie wahnsinnig möchte ich mal von mir sagen, ich habe eine Wahnsinnsantriebskraft und sie schafft es als einer der ganz wenigen Menschen auf diesem Planeten wahrscheinlich, mich jetzt dann auch zu sortieren und die richtige Richtung zu bringen und das Ganze so zu kanalisieren, zu organisieren. Und das war dann sozusagen aus meiner Perspektive her dann die Dreamteam-Situation, die dann über die eine oder andere Hürde hinweg dann letztendlich zum erfolgreichen Organisationsaufbau und auch Produktvertrieb und so weiter geführt hat. Okay. So, du hast gerade eine schöne Aussage gemacht. Ich versuche natürlich auch immer ein bisschen reinzubohren oder nachzufragen, mal gucken. Das ist mit Sicherheit jetzt ein Thema für eine Flasche Rotwein oder fürs Lagerfeuer. Ich höre oftmals von unseren Kunden, dass wenn die zum Beispiel Interessenten auf ihre Meetings mitbringen, dass manche Leute von dieser positiven Stimmung, manchmal ist es ja schon ein bisschen überpaced, durchaus auch abgeschreckt sein können. Und jetzt kommt die Frage, denkst du, dass man sozusagen grundsätzlich von der Grundeinstellung negative Menschen, die diese positive Stimmung erleben, im Network Marketing dann auch positiv kriegt? Oder denkst du, dass in einem drin schon grundsätzlich immer der Suche nach oder die Suche nach Positivem da sein muss, um sich dann davon anstecken zu lassen? Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe die Frage, ja, ich verstehe es sehr gut. Und sagen wir es mal so, ich glaube an eines. Das Erste ist, wenn der Mensch, also bei dir spüre ich, du bist begeistert von dem, was du tust. Ich glaube, dass die Menschen spüren, dass das, was ich tue, sie sind, dass ich das ernst, dass ich nicht nur ernst heiße, sondern auch ernst bin, okay? Dass ich das, was ich habe die letzten fast 20 Jahre nicht gearbeitet. Ich habe die Sache, die ich liebe, verstehe, die ich gerne möchte, dass es viele Menschen machen dürfen. Die habe ich gelebt und habe sie so vielen möglich Leuten erzählt. Okay? Und das ist meine Inspiration, das ist mein ehrliches Ich. Es gibt aber auch Menschen, die sind eigentlich, wenn sie nicht beobachtet werden, dann fallen sie in so ein
miserable, also in so einem, wie sagt man, so ein krummeliges Gefühl zurück. Sie lassen die Mundwinkel hängen, sind eigentlich schlecht drauf, wenn sie unbeobachtet sind. Und dann, wenn sie denken, man sieht sie, dann geht der Schalter um und dann fangen sie an zu lachen und machen einen auf, ich bin so gut drauf, ich habe so gute Laune. Ich glaube, die Menschen, die zu uns kommen, wenn die aus dieser unnormalen Welt da draußen, ja, in unsere Normalität kommen, also wir sind ja die Normalen, die anderen sind ja die Unnormalen, also oder auch die Verrückten, also die anderen sind die Verrückten, wir sind die Nicht-Verrückten, weil wir haben ja alles in die richtige Richtung gerückt miteinander, wir Networker, wir wissen ja, was wir wollen. Wenn die dazukommen, haben die Antennen und die spüren, ob die Menschen, mit denen sie da reden, nur etwas vorspielen oder vorsenden, oder ob sie tatsächlich, ohne zu denken, handeln, inspirativ sind und aus dem Herzen heraus sprechen. Und darum glaube ich, dass eigentlich jeder den Kern der Positivität in sich trägt, wenn das Gegenüber ihm dafür den Dünger gibt, sprich, es wirklich so meint, lebt und liebt, was es tut, was er tut. Und dadurch sagt der eine oder andere eben, da mache ich mit. Und der andere sagt, nee du, das glaube ich nicht, das ist nur gespielt hier, ich hau wieder ab. Ich glaube, das hat sich so gezeigt, warum der eine oder andere, auch von meinen Kollegen, die sagen immer, ich mache genau das Gleiche, ich mache genau die gleichen Aktionen, ich rede genau gleich, ich mache genau das so, wie du sagst. Aber sie sagen es eben nur, sie meinen es aber nicht so. Und wenn sie es nicht meinen, dann kommt es eben bei den meisten Leuten nicht an, die eine gewisse Sensitivität haben. Und ich glaube, deswegen starten sie dann auch nicht mit dem Menschen, sondern sie sehen einfach den falschen Ansprechpartner vor sich. Ja, das Verrückte ist ja, obwohl wir das gar nicht sehen, aber ich meine, alle Menschen haben ja Antennen, ja. Und ob jemand bewusst oder unbewusst was wahrnimmt, die Menschen checken ja relativ schnell, ja, erstens, wessen Geisteskind da vor einem sitzt, beziehungsweise ob er es wirklich ernst meint, ob er nur eine Geschichte erzählt oder nicht. Gut, ich habe natürlich, wenn ich also den guten alten Frank Bettger zitieren kann, kennst du Frank Bettger, Lebe begeistert und gewinne? Nee, kenne ich nie, schreib mir gleich mal auf. Das ist ein Buch, das habe ich damals im Vertrieb für meine ersten Umsatzleistungen in die Hand gedrückt gekriegt. Und der Frank Bettger sagt, gerade wenn du in dem Geschäft am Anfang stehst und noch diese Identifikation noch fehlt, ja, der sagt halt, lebe, arbeite, denke und handle begeistert. Ja, und dann wird sich Begeisterung einstellen auch. Und der schreibt natürlich auch irgendwo, dass man vielleicht gerade am Anfang auch mal die Begeisterung ein Stück weit spielen kann und auch muss, ja. Aber mittelfristig sollte sie natürlich dann auch aus dem Bauch, aus dem eigenen Herzen kommen. Aber wie gesagt, also auch an alle da draußen, super geiles Buch für alle im Vertrieb, ob im Network, Direktvertrieb, das ist absoluter Standard, hat mir unheimlich weitergeholfen. Blätter ich heute gerne noch ab und zu mal rein, ja. Hast du eine gute Buchempfehlung? Oh, ich habe diverse eigentlich. Also aktuell habe ich jetzt gerade gelesen. Nicht aktuell, die beste. Die beste für mich. Mhm. Also die beste für mich ist eigentlich aktuell. Also ich sag mal so, die beste, wo ich jetzt gerade so spontan drüber nachdenke, wenn ich mal weggehe aus diesem ganzen spirituellen Bereich jetzt mal, dann bin ich eigentlich auf Robin S. Sharma, der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte. Den finde ich eigentlich so als einen der Klassiker. Weil es eigentlich deutlich macht, dass es mehr geht als nur ums Geld verdienen, sondern es geht eigentlich darum, dass wir alle miteinander, wenn wir mehr an die Menschen denken und was sie für sich, ihre Familien und ihre Zukunft und letztendlich für ihre Nachwelt hinterlassen können, wenn wir ihnen helfen, erfolgreich zu werden, wenn wir ihnen helfen, mit unseren Produkten sich besser und wohler zu fühlen, was wir damit erreichen können, da trifft er eigentlich des Pudels Kern und da geht es nicht um irgendwelche materiellen Dinge, die kommen automatisch, sondern es geht darum, was können wir tun für den anderen, was uns dann letztendlich wieder noch mehr Erfolg und Zufriedenheit und Zuversicht auch wieder bringt. Also ein tolles Buch aus meiner Perspektive, der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte, von Robin S. Sharma heißt er, glaube ich, genau. Okay, den habe ich mir jetzt mal notiert. Da gebe ich dir auf alle Fälle mal eine Rückmeldung. Gut, kommen wir mal zurück zu dir, zu deiner Karriere. Also mit 23 eingestiegen. Bist du gleich sozusagen hauptberuflich dann oder hast du erstmal nebenberuflich gestartet? Wie war denn das bei dir? Ich habe so ein paar Monate waren es, glaube ich. Weniger als ein halbes Jahr habe ich nebenberuflich gearbeitet. Meine damals Freundin, also heute Frau, hat damals noch studiert. Und da haben wir gesagt, weißt du, was wir jetzt machen? Wir versuchen jetzt einfach mal 6 Monate lang. Ich hatte also meine Ausbildung abgeschlossen und hätte dann einen Job annehmen können, beziehungsweise wurde auch abgeworben für einen anderen Job mit einem Firmenwagen, mit einem tollen Gehalt und alles. Und dann haben wir das Gespräch geführt, meine Frau und ich, und sagte, was ist eigentlich jetzt Endziel unseres Lebens? Oder dann sage ich, eigentlich kann es nicht sein, diesen BMW, das tolle Gehalt und dann hoffen, dass das noch weitergeht im Leben.
wenn ich hier eine Chance habe, dann muss ich das Risiko auch eingehen. Und ich bin das Risiko damals eingegangen, habe den Job nicht angenommen, gesagt, okay, weißt was, wir ziehen es jetzt durch, wir haben nichts zu verlieren, okay, außer vielleicht ein Jobangebot, aber was soll's? Und dann haben wir das hauptberuflich begonnen und gesagt, 6 Monate ziehen wir es durch. Wir haben uns dann weitere 6 Monate gegeben, als wir dann gemerkt haben, jawohl, es fruchtet. Und damals, nach 10 Monaten, dann hatten wir also wirklich einen außerordentlichen Erfolg erlebt. Und haben gesagt, okay, ein Glück haben wir das gemacht. Oder dann gab es dann auch die eine oder andere Tiefe wiederum, ja, weil wir haben uns dann weniger auf den Produktverkauf konzentriert, als vielmehr zu sehr auf den Organisationsaufbau, was dann natürlich auch wieder zurückgeschleudert kam, weil wenn die Produkte nicht verkauft werden in der Form, wie es sein sollte, dann passiert das Gerechte, sprich, es fliegt einem um die Ohren. Und wir haben dann sozusagen wieder erneut einen Neustart starten müssen mit unserer bestehenden Organisation und dieses Mal einfach darauf geachtet, dass wir da eine Waage finden zwischen Organisationsaufbau und dem Geschäftsaufbau. Und das war dann der komplette Durchbruch für uns. Okay, sehr schön. Vielleicht ein bisschen Insider-Information. Das ist ja immer die Frage. Wenn ich jetzt mal so von außen drauf schaue, dann sehe immer zwei Kategorien. Ja? Ich sehe Networks oder Gruppen, ich sag mal, wo die Menschen ausschließlich und oft übers Produkt ins System kommen. Dort höre ich jetzt immer, ich nenne mich jetzt mal Coach immer, ja, wir haben viele Kunden. Aber wir haben wenige Partner, die das Geschäft betreiben wollen. Ja? Wir tun uns schwer mit den Vertriebspartnern. Dann gibt es wiederum, aus so einem System komme ich, ja? Dort wird nur die Geschäftsidee promotet und da reden alle über das Unternehmertum, über ja, finanzielle Unabhängigkeit, passives Einkommen sogar. Und da sind die Produkte irgendwie so ein bisschen in der zweiten oder dritten Reihe sogar. Und beides ist natürlich immer irgendwie, beides ist gut, ja, aber beides hat natürlich auch Vor- und Nachteile. In den ersten Systemen, die ja, haben zwar recht stabile Umsätze, die wachsen aber nicht. Und die zweiten, die gewinnen zwar Vertriebspartner, aber sind die Pro-Kopf-Umsätze dann wieder recht gering. Frage jetzt mal an dich als absoluten Vollprofi, was ist denn nach hinten raus besser oder wie kriegt man denn diese Waage hin, von der du gerade gesprochen hast? Ich sage mal so, das Einfachste und Schnellste, wo die Leute immer denken, ah, lass uns mal schnell rekrutieren und diese große Idee. Und wenn du jetzt zuerst anfängst, dann bist du einer der Ersten und dann kannst du viele Leute rekrutieren und vergiss mal den Produktverkauf, sondern jetzt erst einmal rekrutieren, höre ich ja immer wieder. Ich kriege ja heute noch Angebote von Leuten, die mich anscheinend nicht kennen, die schreiben, wollen Sie richtig Erfolg haben im Leben, dann starten Sie jetzt, seien Sie einer der Ersten und bringen Sie Ihre Organisation mit. Ich meine, dann kriege ich immer Lachkrämpfe auf Facebook und Co. Ja? Da denke ich, okay, Junge, tut mir wirklich leid. Also Fakt ist eines. Ich glaube, und also für mich jetzt heutzutage weiß ich eines, wenn es einer schafft, Überzeugung in seinem Produkt zu haben, egal was er jetzt vertreibt, und da möchte ich auch mal an der Stelle mal einfach was ganz klar darstellen. Für mich geht es nicht darum, wer welches Network Marketing oder Direktvertriebsunternehmen vertritt. Wir alle miteinander, egal in welchem Unternehmen ihr jetzt gerade arbeitet, wir leben in einem Mikrokosmos. Da draußen gibt es Milliarden von Menschen, die keine Ahnung haben von Direktvertrieb oder Multilevel-Marketing. Warum sind wir manchmal so drauf und sagen, lass uns von anderen Multilevels die Leute nehmen, verunsichern wir die mal, dass deren Unternehmen gar nicht so gut ist und versuchen sie als Nummer eins für dieses neue Multilevel, was jetzt morgen hier kommt, in unser neues Unternehmen zu ziehen. Was wir damit schaffen, ist unser Mikrokosmos. Wir schaffen lauter Gewitter und ich sage mal Schattenwürfe auf die Menschen und irgendwann sagen sie, diese Network-Industrie und Direktvertriebsindustrie, lass mich doch zufrieden, die machen sich ja gegenseitig kaputt. Das hat sich unheimlich entschärft in letzter Zeit, das ist toll, okay, aber immer wieder mal schlägt da ein altes, sage ich mal, schwarzes Schaf auf und meine Bitte an dieser Stelle, wer auch immer das jetzt hören möge, lasst uns doch bitte unser Mikrokosmos sauber halten und uns lieber um diese 99,5% der Menschen, die nichts wissen von Multilevel-Marketing, da draußen kümmern, anstatt immer in dieser Masse derer, die jetzt bereits schon sich glücklich entschieden haben und irgendwo ihren Weg finden müssen und sollten, innerhalb ihres Unternehmens erfolgreich zu werden. Jetzt komme ich zurück auf deine Frage, Tobias. Entschuldigung, dass ich da jetzt ausgeschweift bin an der Stelle. Ich persönlich denke, jemand sollte ein Produkt der Produkte sein, egal was er vertritt. Er sollte überzeugt sein von dem, was er tut, sollte beginnen, sich eine Kundenbasis aufzubauen und dann ein duplizierbares Ablaufsystem, möchte ich mal nahezu sagen, oder einen Ablauf schaffen,
indem er aufzeigt, wie er es geschafft hat, diese Kunden zu finden, die er hat, und dann in Anführungszeichen zu sagen, hör zu, ich brauche deine Hilfe, weil wenn dein Produkt gut ist, was du vertreibst, dann müssen das so viel wie möglich Menschen in die Hände bekommen, beziehungsweise jetzt in den Mund, was auch immer, oder an den Körper, was auch immer vom Produkt wir da vertreiben. Und das schaffen wir nicht allein, egal wie viele Leute wir jetzt gerade sind. Wir haben noch lange, 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 lange nicht, auch nur im Entferntesten, das Potenzial erreicht, was wir da erreichen sollten, um den Leuten da draußen zu helfen. Wir haben ja tolle Produkte alle. Und wenn wir immer nur sagen, wir machen das alleine, ich habe jetzt 20 Kunden, 50 Kunden, 100 Kunden, 200 Kunden. Ja, was ist denn, wenn du ins Krankenhaus musst, wenn du dir beide Arme und Beine brichst? Was passiert denn, wenn du plötzlich jetzt zu alt wirst und nicht mehr arbeiten kannst? Dann gehen diese Kunden mit dir gemeinsam in Ruhestand. Und das darf nicht sein. Deswegen brauchen wir viele Menschen, die kleiner und seriöser ihre Kundengruppen letztendlich betreuen, um dafür zu sorgen, noch mehr Breite, noch mehr Vertrieb und noch mehr Zugang da draußen mit unseren Produkten bei den Menschen und dann vor allen Dingen auch mehr Produktergebnisse zu erzielen mit den Menschen, die dann wiederum Reklame für uns machen und also sagen, seitdem ich jetzt dieses XYZ benutze, geht's mir, fühle ich mich, sehe ich, was auch immer, viel besser aus. Und Okay. das ist mein Ansatz. Okay. Lass uns nochmal konkretisieren. Wenn ich jetzt heute vor dir hocke, angenommen, wir kennen uns nicht, wir haben uns auf Ibiza kennengelernt. Ich habe da ein bisschen rumgepostet am Strand. Wir sind ins Gespräch gekommen, weil du auch Sportler bist. Ja, versuchst du mir jetzt deine Geschäftsidee zu erklären? Ja? Verkaufst du, erklärst du mir das Prinzip Network Marketing im Erstgespräch? Mal vom Vertrauensaufbau ganz abgesehen. Oder sagst du, hey, ich habe hier tolle Produkte, die sind die Basis unseres Geschäfts, probiere die erstmal aus. Also ich mache den Twitter-Pitch, sage ich jetzt mal. Okay, ich habe jetzt gerade so einen Fall ja auch gehabt. Ich meine, das ist ja nicht nur aus der Welt, sondern komischerweise, egal wo ich gehe und stehe, seit deinem Training übrigens laufen mir die komischerweise alle über den Weg. Sei das jetzt im Fitnesscenter in Frankfurt, wo ich da war oder wo auch immer. Immer habe ich irgendwelche Kontakte. Also herzlichen Dank dafür. Ich habe schon diverses gesponsert seit deinem Training, muss ich ganz ehrlich sagen. Und du hast mir, also es ist keine Veräpplung jetzt an der Stelle. Ich meine es wirklich. Ich war nicht in der Lage, immer und überall offen auf Leute zuzugehen. Ehrlich nicht. Da, ja, ist kein Du Witz. bist Und doch dann ein habe Typ, du bist doch ein ich. Typ, ich meine jetzt nicht falsch verstehen, wenn das Mann sind, Mann sagt. Also, du siehst aus wie ein Engel aus dem Arsch geschissen. Du kannst gut reden. Du hast, ich sage jetzt mal, ich sage jetzt mal die Taschen voller Geld. Also, du hast auch die Ressourcen. Also, warum kannst du das nicht? Ja, weil es gibt ja Vor- und Nachteile. Erfolg macht auch einsam, oder? Das ist so ein Spruch, den habe ich mir mal vor irgendwie 15 Jahren angeeignet, weil am Schluss bist du der Einzige, der zahlt, okay? Du bist der Einzige, der letztendlich die Urlaube macht, du bist der Einzige und so weiter. Je mehr Erfolg, desto einsamer wirst du. Die Luft wird dünner von den Menschen und deswegen versuchst du selber auch runterzuschrauben, musst du, um in der Normalität zu bleiben. Ich will ja nicht da draußen rumschweben und ich bin jetzt einer auf wichtig. Im Gegenteil, ich versuche, die Gänge zurückzuschalten und werde nie vergessen, wo ich herkomme. Und das ist auch schwierig, jemanden zu pitchen. Oder kannst du sagen, hey, du, ich bin mit 27 nach Monaco gezogen, habe damals meine erste Million verdient und jetzt, das schreckt die Leute ja ab. Du musst ja eher aufpassen, oder? Ich meine, du musst ja eher einen Gang zurückgehen. Und jetzt, ich sage immer mein Twitter-Pitch, das habe ich gelernt vom Daniel H. Pink heißt er, Daniel H. Pink. Super cooles Buch, To Sell is Human heißt es, auf Englisch gesprochen. Gibt es derzeit nur in Englisch. Twitter-Pitch. Früher haben wir Fahrstuhl-Pitch gehabt, oder? Du bist mit jemandem im Fahrstuhl und dann hast du mit jemandem gesprochen, hey, super, hast Zeit gehabt vom 1. bis zum 7. Stock. Das Problem heute ist, alle gucken aufs Handy, da will keiner mit dir reden. Also hast du jetzt den Twitter-Pitch oder du hast 140 Zeichen in deinen ganzen Media-Plattformen, wo du Leute heiß machen könntest und genauso kurz und knackig, ich muss auch mit jemandem sprechen. Also, ich habe jetzt gerade so einen Kontakt gehabt, oder? Da, ich sage jetzt mal einfach, ein Friseur, echt ein toller Typ. Jung, modisch, gut drauf und alles, steht da. Du siehst Ansätze vom Arm oder die Arme, er macht wieder Training bestimmt. Ich sage, hey, du bist echt ein Mordstyp, siehst super aus. Wenn ich mir jetzt den Bauch wegdenke bei dir, dann wärst du echt klasse. Dann sagt er zu mir, guckt so runter, sagt, ja, stimmt, also der Bauch müsste noch weg. Sage, hey, da habe ich was. Also, das ist mein Pitch letztendlich. Ich mache das Warte dann aber kurz, nicht. lass dich unterbrechen. Jetzt bin ich natürlich, jetzt mal ganz ehrlich, ein bisschen dünnes Eis ist das doch Super auch. dünn, super dünn. Und das mache ich aber auch wirklich. Schau, ich kann das jetzt machen mit einer Dame, sage ich mal, jetzt von 50 Jahren, kann ich so einen Spruch nicht machen. Aber wenn ich den Typ jetzt kenne, wir machen Fets miteinander, wir machen Späßchen, okay? Und sagen, hey, hey, ho, ho, dann kann ich so einen Spruch machen. Also, was ich vielleicht habe, wenn ich so
mal ganz kurz ins Spiegel gucken und sagen, was ist mein Vorteil? Ich glaube, was ich habe, ist eine gewisse Sensibilität, wann ich was, wie, wo mit Menschen sagen kann. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weil das ist da, worauf wollte ich nämlich raus. Das ist immer das, wenn uns die Leute nach der Elevator-Pitch fragen, dann sage ich natürlich, gibt es 2, 3 Standardsätze. Es macht natürlich Sinn, wenn du mittelfristig auch in der Lage bist, situativ, ja, dem jungen Kerl kannst du auch sagen, hey, hast du Lust, Pulver zu verdienen nebenbei? Einem 55-jährigen genau. Banker, der kriegt das wahrscheinlich in den falschen Hals. Und genau. Jetzt mal, wenn du mir sagen würdest, die Arme sind gut, aber der Bauch, ey, das ist genau meine Schwachstelle. Ja, ja, ist so. Und dann muss man das natürlich im Lächeln sagen, hey, es war ein Witz. Und sofort die Kurve kriegen mit, war ein Witz. Und wenn derjenige sagt, nee, das stimmt ja, dann hast du die Kurve gekriegt. Also es ist natürlich sehr dünnes Eis, aber was ich halt auch lerne, was ich selber gelernt habe, ist eines in den letzten, sage ich mal, jetzt Jahren, oder? Ich bin damit ein paar Mal auf die Nuss geflogen, das ist ganz klar. Nur jetzt muss man eben eins machen dann. Da muss man hergehen und sagen, okay, man reflektiert jetzt mal und sagt, was lief da gut, was lief da falsch. Es ist auch nicht einfach so zu kopieren, das weiß ich, aber jeder hat so seine Stärken, oder? Ein junges Mädel kann natürlich auch zum Kerl sagen, Mensch, nochmal, du siehst ja echt toll aus, weißt du? Ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt noch unser, ich weiß nicht, was die Leute jetzt hier für Produkte vertreiben, aber wenn du jetzt noch unser Haarshampoo nehmen würdest, mein Gott, würden deine Haare glänzen, da könnte ich nicht mehr weggucken von dir. Also als Beispiel, oder ob es eine Versicherung ist oder was auch immer. Ich meine, ich glaube, es gibt da einfach für jeden irgendwo, wenn er sein Hirn anstrengt, und sich überlegt, was kann er jemandem Gutes tun, ihm einen freudigen Moment zu bringen mit einem lustigen oder einem freundlichen Satz, dann kriegst du auch den Zugang zu seinem Herzen, zu seinem Geist und kannst mit ihm ins Gespräch kommen. Ja, das hat natürlich schon auch ein bisschen was mit Kommunikation zu tun, diese entwaffnenden Dinge, ne? Also zu dir würde ich sagen, Mensch, unter E habe ich auch noch Platz in der Kundenkartei, ja, dich kriege ich auch noch, mein lieber Freund, ja, und wenn wir dann miteinander lachen, dann ist das eine gute Basis, finde ich gut, dass du das jetzt bestätigst, sage ich ja auch, habe ich gelernt über viele, viele Jahre, ich muss ehrlich sagen, ich war eigentlich, kennst du den Begriff Monk? Ja, absolut. Ich war zwar immer gut drauf, ja, und aber so irgendwie, mir muss es ja auch alles aus der Nase ziehen. Und ich sage das auch immer so auf unseren Seminaren, egal ob im Produktbereich oder ob die Geschäftsidee promotest, wir leben halt davon, auch Leute durch Kommunikation zu überzeugen. Ja, und da geht es auch um Sympathie. Aber finde ich geil. Also diese Twitter-Pitch. Ja, was ist denn aus dem Friseur geworden? Ist Berater mittlerweile und ist auf den Produkten jetzt gerade und denkt gerade über Berater nach, hat die ersten Leute und so weiter. Also sehr gut, muss ich sagen, sehr positiv und ich meine, ihm tut's gut, er fühlt sich sauwohl. Das ist die Hauptsache. Was ist denn das, da mache ich gleich mal einen Schwenk, ist das ein Privileg, mit dir zusammenzuarbeiten? Ist es eine Herausforderung, ist es ein Fluch oder ein Segen? Das gibt, warum ich jetzt für die Zuhörer, ist folgendes. Man hat ja, du bist ja ganz oben angekommen schon vor Jahren und hast es eigentlich gar nicht mehr nötig. Und man sagt also, der Wolf, der oben ist, ist auch nicht mehr so hungrig wie der noch nach oben will. Also wenn ich jetzt mit dir zusammenarbeite, habe ich dann ein Problem, weil du dich gar nicht um mich kümmerst? Oder habe ich da diese Inspirationsquelle, der mich fördert, fordert und zum Erfolg peitscht? Wie läuft denn das so? Sagen wir mal so, also jetzt ein dummer Spruch, oder? Nur die Harten kommen in den Garten. Also mir ist es egal, ob einer erfolgreich wird oder nicht, sondern seine Entscheidung. Mhm. Wenn einer erfolgreich werden will, dann bin ich sein Mann, okay? Wenn es sein muss, auch seine Frau. Spielt gar keine Rolle, weil ich gehe mit dem Wind, je nachdem, wie jemand sich oder beziehungsweise gerne in der Kommunikation möchte. Ich bringe, sagen wir, die Flexibilität auf, das Verständnis zu haben, sei das jetzt eine Frau oder sei das jetzt ein Mann. Ich glaube einfach, die Flexibilität zu haben, demjenigen helfen zu können. Was ich nicht mache, ist, ich rufe dann an und sage, hey, du musst Umsatz machen, weil mein Scheck muss wachsen. Hey, bitte, sponsor jemanden, weil ich brauche dringend neue rekrutierte Menschen in meiner Organisation. Das ist mir egal. War das schon immer so? War das am Anfang auch so? Das Problem war, das war eigentlich schon immer so. Ich habe sogar Leute nicht gesponsert, weil ich einfach keine Lust habe. Ich habe einmal jemanden gesponsert, wo ich nachher bereut habe. Und das war gleich am Anfang meiner Karriere. Und da habe ich mich entschieden, ich werde es nie mehr tun. Weil der hat mir meine Telefonleitung belegt mit seinem Genöle und seinem Gesabbere, dass ich mir geschworen habe, hoffentlich hört er bald auf. Und so ein Typen, wenn ich schon spüre, dass ich den eigentlich gar nicht will,
werde ich nie mehr sponsern. Und das würde ich auch heute nicht mehr tun. Ich sage wirklich ab und zu jemand, du weißt was, sei mal nicht böse, ich kriege auch Anrufe von Leuten, hey, ich würde gerne anfangen und so weiter, würdest du mich sponsern? Und dann frage ich ja, wieso gerade ich? Und dann höre ich dann irgendwelche Sprüche, wo ich dann denke, nee, der Kerle, der macht jetzt, sag ich mal einfach, der sucht jetzt jemanden, der ihn mitzieht. Ich bin kein Zieher. Ich bin jemand, der gerne zeigt, wo rechts und links ist und der deutlich sagt, was ich denke, was gut und falsch ist. Und manchmal bin ich auch unangenehm, weil ich einfach die Sachen so sage, wie sie sind. Okay? Aber ich bin keiner, der sagt, du, hör mal zu, du kannst schön am Sofa liegen bleiben und ich ziehe dich jetzt zum Erfolg. Im Gegenteil, ich sage dir, du kannst mein Sofa mitschieben, vielleicht ab und zu, aber dafür bin ich für dich da, und zwar, wenn es sein muss, Tag und Nacht, bis du tatsächlich deine Ziele erreicht hast. Und das meine ich auch so. Aber ich werd niemanden irgendwo zum Erfolg tragen, weil mich hat auch keiner getragen. Okay, klare Ansage. Ja, ich sag mal, klare Hausnummer, auch absolut verständlich. Warum ich jetzt speziell die Frage gestellt habe, es ist ja, ich bin jetzt ehrlich. Und da bin ich ganz, ganz ehrlich. Ich habe viele Leute ins Geschäft gebracht. Wahrscheinlich hast du eine höhere Sensibilität, du verwendest dieses Wort. Ich habe echt viele Leute ins Geschäft gebracht, wo sich im Nachhinein dann rausgestellt hat, das war von Anfang an ein Fehler. Nur in der Situation, wenn du jemanden sponserst, und so geht es ja Tausenden da draußen, die vielleicht, hey, gerade irgendwie, können wir auch mal offen reden, vielleicht unbedingt Geld brauchen, weil im nächsten Monat, weil es ein bisschen knapp ist oder der Banker schon mal angerufen hat. Man merkt es ja nicht irgendwie so, beziehungsweise gerade am Anfang hat man ja noch nicht so, man hat es ja noch nicht so auf dem Radar, und das ist schon, ja, heute weiß ich, ich habe früher an Leute Versicherungen verkauft, da bin ich aus der Tür raus, habe mir gedacht, na, ob das sowas wird, und eine Woche später habe ich die Storno-Information gehabt. Also es war von vornherein klar, und da denke ich mir, verflucht, und wir haben heute noch Kunden auch, wo wir Coachings verkaufen, auch da bin ich ehrlich. Da mache ich das Startgespräch und das gebe ich dann im Rainer von Massenbach, und da sage ich, hier, gib das mal in die Buchhaltung. Da sage ich, wollen wir mal eine Wette machen? Da haben wir in 14 Tagen jemanden, der sagt, er hat doch keine Zeit oder so. Ja, klar. Mittlerweile habe ich das auch. Ich habe das auch, aber das habe ich vor 10 Jahren nicht gehabt. Und du, war das bei dir schon immer so? Also nicht immer, aber ich sag mal so, das erste Mal war es einfach drastisch. Da habe ich vielleicht habe ich einfach Glück gehabt, dass ich einen hatte, der wirklich wie eine Zecke an mir dranhängt und mein Blut ausgesaugt hat, wo ich einfach gesagt habe, jetzt bin ich sensibler. Und ich habe einfach so Hürden eingebaut, oder? Ich kann zum Beispiel jemanden sponsern, indem ich für den alles mache und er nur noch bezahlen muss. Ich habe das so früh wie möglich abgestellt, habe gesagt, hör mal zu, das ist der Weg, wie du es machen kannst. Und wenn du es gemacht hast, dann sehe ich es ja und dann arbeiten wir gerne weiter. Oder wenn du da hingehst, dann weiß ich, du bist interessiert, und wenn nicht, ist auch gut. In dem Augenblick, wo ich meinen Erfolg oder meinen Weg und meine Aktion abhängig mache von der Person und erst ich was tue, damit er was tut, dann fängt das Ganze meiner Meinung nach schon falsch an, weil warum soll ich, der schon einen Schritt weiter ist, in Vorlage gehen? Derjenige möchte doch irgendwo hin. Derjenige möchte doch sein Leben verändern. Und das muss er belegen und beweisen. Und wenn er diesen Schritt nicht geht und in seiner, ich sag mal lieber, in seiner Hängematten vom Fernseher Pantoffelsituation abends um 19 Uhr Berieselung durch Fernsehen.com machen möchte, dann soll er das machen. Aber nicht mit meinem Leben und meiner Zeit, weil ich lebe wahrscheinlich jetzt und hier nur einmal. Und diese Zeit verbringe ich mit Menschen, die wirklich wollen. Und dann möchte ich mal irgendwann Adieu sagen können auf diesem Planeten und sagen, ich habe den Menschen etwas hinterlassen und habe meine Zeit sinnvoll investiert. Das ist mein Ansatz. Klasse. Stellt sich ja immer die Frage, so, was ist zuerst? Ja, der Huhn, ist Huhn oder das Ei? Die Frage ist, muss ich von Anfang an diese Einstellung haben, um erfolgreich zu werden? Das ist jetzt die Frage an dich. Oder, ich glaube, oder ja. Kann ich mir diese Einstellung erst leisten, wenn ich erfolgreich bin? Also ich sage es mal anders, ich nehme gerne den Türsteher, oder? Wenn du vor einer Diskothek stehst als 18-Jähriger und stehst da vor der Luke vor dem Türsteher, der guckt da durch, ja, und sieht dann jemanden, der Angst hat, dass er nicht reinkommt, dann ist da komischerweise an diesem Tag Sakkozwang, obwohl du eine Jackett anhast. Dann sagt er aber, es ist die falsche Farbe. Und dann sagst du, aber ich bin doch aber jetzt 18, sagst du, nee, heute ist ab 21. Also, das ist, glaube ich, in Grün. Entweder entscheidest du dich und dann findest du deinen Weg und dann bist du der attraktivste Typ vor der Tür, dass der Angst hat, dich nicht reinzulassen. Okay?
Genauso auch mit dem Huhn und dem Ei. Dann bist du eben das Ei. Und wenn an dem Tag aber das Huhn gefragt wird, na logisch, du bist gerade geschlüpft. Du wurdest vor 2 Sekunden, wurdest du zum Huhn, weil du bist jetzt rausgeschlüpft, wenn das Huhn gefragt ist. Ich glaube, man kann sich verstecken hinter der Aussage, ja, ich habe es jetzt falsch gemacht, weil ich es nicht wusste. Wenn jemand erfolgreich werden will, dann wird er so lange daran arbeiten, bis er seinen Weg gefunden hat. Das ist meine Auffassung. Und wird sich die Energie irgendwoher besorgen, zum Training zu gehen, den einen Anruf mehr zu machen, weil keiner wird ihn anrufen, keiner wird ihm das Produkt, was er vertritt, in den Mund bzw. an den Körper schmieren, das muss er schon selber tun. Diese Überzeugung und diesen Erfolg, den muss man sich selbst verdienen. Keiner wird einem den schenken, aber wenn man es dann geschnallt hat oder wenn man es dann kapiert hat in dem Augenblick, glaube ich einfach, wirst du in unserem Direktvertrieb, Multilevel-Arbeitsweisen, die wir haben, sowas von entlohnt werden. Sowas von belohnt werden durch Anerkennung, durch Geld, durch Flexibilität, durch Sicherheit, durch eben ein Airbag mehr, den man sich plötzlich leisten kann aufgrund seiner Leistung. Ich habe letztens vor 2 Jahren habe ich einen Unfall gehabt. Ich bin mit 70 km/h gegen eine Tunnelmauer frontal geknallt. Hätte ich nicht ein Auto gehabt, das sicherste, was man gerade wahrscheinlich kaufen kann für Geld aus der Kategorie, dann wären wir 4 als Familie nach dem Frontalaufschlag mit Sicherheit nicht einfach ausgestiegen und hätten gesagt: Ups, Auto total Schaden, wir hatten noch mal Glück. Wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte damals nicht so viel geleistet und hätte nicht auf diese Urlaube verzichtet, um mein Geschäft zu investieren, hätte nicht auf diese Abendpartys verzichtet, um am Wochenende auf einem Seminar mit Leuten zu sein, würde dann vielleicht in einem alten Auto gesessen mit nur einem Airbag für einen Fahrer und der Rest meiner Familie wäre heute tot, dann ist es für mich ein Wahnsinn, darüber nachzudenken, welche Chancen wir haben und jeder Mensch da draußen, wenn er nur einfach kleinen Zeitraum seines Lebens investiert, um dadurch für sich, seine Nächsten und vor allen Dingen für all die Berater und deren Familien und Freunde und Verwandte und Bekannte, die man dadurch bewegen kann und auch letztendlich berühren kann, was man da verändern kann in der Zukunft von so vielen Menschen. Es ist ein kleines Investment in eine riesengroße Veränderung für Tausende von Menschen. Ich glaube, wir nähern uns so langsam, aber sicher dem Martin Ernst in Höchstform. Ich lausche gespannt, ja, die Haare stellen sich auf, die Synapsen sind offen. Du hast gerade was von jedem Menschen gesagt. Wir wollen ja jetzt nicht so Einheitsbrei oder Einheitsallerlei reden, weil das machen ja viele andere auch. Jeder Mensch, jetzt mal eine Frage an dich. Es wird ja immer so gesagt, Network Marketing kann jeder machen. Würdest du es unterstreichen oder was ist da deine Meinung dazu? Nee, nicht jeder, weil es gibt Menschen, die haben sich einfach entschieden, sie wollen angestellt bleiben, sie wollen keine Verantwortung übernehmen, sie sind zufrieden mit dem, was sie tun. Das ist, was ich glaube. Aber es gibt Menschen, die gehen morgens ins Geschäft und sind sauer, was sie da tun. Die fragen sich, was tue ich hier einfach? Die gehen abends ins Bett und gucken den Fernseher und sagen, was für ein Blödsinn, warum schalte ich den Fernseher eigentlich an? Das sind die, die wir brauchen. Die, die in den Spiegel gucken und sagen, ich sehe da viel zu viel Masse, das gehört nicht zu meinem Körper. Die, die am Strand liegen und sagen, wo kommt der Riesenschatten her? Das kann doch nicht ich sein, ich muss was in meinem Leben verändern. Die, die einfach nicht zufrieden sind mit ihrem Jetzt und Hier. Das sind die, die wir brauchen und die auch bereit sind dann zu einer Veränderung. Die, die denken, alles ist okay, mir geht's gut, was willst du eigentlich? Die werden und brauchen auch keinen Erfolg mit uns. Warum? Die sind doch happy. Das sind die perfekten Kunden, die können wir glücklich machen. Aber erfolgreich zu werden heißt, glaube ich, eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Leben vor dem Erfolg, mit dem Leben vor der richtigen Welt, oder? Also sprich, aus dem verrückten Leben zum richtigen Leben zu kommen. Und da braucht man einfach die Sensibilität zu sagen, mein Leben ist gerade verrückt, das passt so nicht, das macht gar keinen Sinn, was ich hier mache. Ich brauche eine andere Alternative. Und dann kommen wir ins Spiel und sagen, okay, wir haben eine Alternative für dich. Wir bieten perfekte Produkte, wir bieten eine Lösung für Tausende von Menschen da draußen, für Millionen von Menschen, oder? Und wir bieten dir vor allen Dingen eines, eine Möglichkeit, dass du flexibel für dich und deine Familie oder zukünftige Familie einfach ein anderer Mensch wirst. Okay, sehr schön gesagt, schön gesagt. Ich switche mal ein bisschen in den Themen auch hin und her, weil ich dir auch so ein Ja, bisschen ein paar gerne. Spontanantworten entlocken will. Kommen wir mal zurück zu deinem Geschäft, zu deiner Orga, zu deinem Strukturaufbau. Wie viele produktive Erstlinien hast du denn im Moment? 36. 36, okay. Warum ich die Frage stelle, hat ja folgenden Hintergrund. Ja, weil das natürlich einerseits schon charmant ist, in so einer Position wie du zu sein. Da wollen ja natürlich auch viele hin. Nichtsdestotrotz wissen natürlich viele nicht,
wie man da aufgestellt sein muss, ja, um mal fünf- oder sechsstellig zu verdienen, wie auch immer. Ja, 36 Erstlinien. Kannst du in irgendeiner Form überreißen oder eine Aussage treffen, wie viele Leute du direkt ins Geschäft gebracht hast in den 20 Jahren, habe ich rausgehört. Hast du ja, eine Statistik? Circa 20 Jahre. Also wir haben mal irgendwann, haben wir gezählt, meine Frau und ich, und das waren sowas Ähnliches wie um die 200 irgendwas, also so grob jetzt gerade. Also es waren gar nicht so viele. Ich meine, das ist gar keine Zahl, wo ich stolz drauf bin oder auch, ich weiß nicht, also ist irgendwie, es war vor 3, 4 Jahren haben wir mal gezählt, da waren es irgendwie 220, 230 Leute oder so ähnlich. Und dann hatte ich aber auch eine Phase, muss ich sagen, wo ich wenig getan habe, weil ich nicht wusste, was ich mit den Leuten tun soll. Und bevor ich irgendwas mit denen tue, ohne zu wissen, was ich tue, da habe ich dann lieber meine Finger von weggelassen. Und seit Oktober letzten Jahres vor allen Dingen bin ich massiv aktiv und habe auch Leute, die ich jetzt schon kenne, oder meine Frau auch schon kennt, seitdem sie 6, 7 Jahre alt ist. Also sprich jetzt mal sowas Ähnliches wie 30, 35 Jahre her, ja ungefähr. Die Leute haben jetzt gerade begonnen, Berater zu werden. Also die haben uns verfolgt die letzten 20 Jahre und haben jetzt erkannt, ups, was ist denn mit euch los? So war es ja noch nie. Und was jetzt gerade mit eurer Firma passiert, war ja noch nie. Das ist ja unglaublich. Weißt du was? Jetzt will ich mit dabei sein. Und da bin ich selber erschrocken und habe gesagt, was ist denn mit mir passiert, dass sie jetzt nach so vielen Jahren plötzlich beginnen wollen? Und es waren jetzt irgendwie in letzter Zeit, habe ich glaube ich 13, 14, 15 Leute oder so ähnlich gesponsert, die mir alle entweder am Weg gelaufen sind oder die ich schon seit ewigen Zeiten erkenne. Und daraufhin entstehen jetzt auch gerade also fantastische Ergebnisse, nicht nur was jetzt Produkt, sondern auch Geschäft angeht. Und es war so ein Klickschalter in meinem Kopf, weil ich wieder weiß, wo ich hin will. Und wenn du so sagst, der Wolf auf dem Sofa so ein bisschen, diese Phase hatte ich, weil ich mir nicht sicher war, was will ich erreichen, wo will ich noch hin. Und wenn man so, wie du schon sagst, oder alles erreicht hat. Aber ich habe jetzt für mich einfach auch die Entscheidung getroffen, dass nur weil es mir gut geht, heißt es nicht, dass es jetzt allen gut geht, sondern meine Aufgabe ist es eigentlich jetzt, vielen, vielen, vielen Menschen die Chance zu geben, das zu erleben zu dürfen, was ich in den letzten 20 Jahren erlebt habe. Mhm. Höre ich auch sehr, sehr oft, weil letzten Endes ist bisher dann das beste Beispiel. Die Leute sehen, hey, da hat sich was getan, da hat sich was entwickelt, massiv zum Positiven. Der Erfolg ersetzt natürlich alle Argumente. Dann hast du jetzt eher eine Sogwirkung, als dass du jemanden ins Geschäft rein drücken musst oder wie auch immer. Ja, jetzt meine Frage an dich als Sportler, weil du hast gesagt, du hast das Leben genossen, du hast dein Wohlstand, schon fast Ruhestand genossen. Pass auf jetzt, schöner Spruch. Du hattest deine derzeitige Position schon fast unter Denkmalschutz gestellt. Aber du hast gesagt, du wirst wieder umtriebig, du bist wieder massiv unterwegs. Bist du eigentlich noch belastbar? Schau mal, weißt du warum? Weil ich frage nämlich, schau, wenn ich heute zu Top-Führungskräften sage, hey, da fahren ja viele mit dem SL draußen rum, der ein oder andere hat noch einen Ferrari oder eine S-Klasse oder was auch immer. Wenn ich dann sage, ja Mensch, dann sprecht doch auch ab und zu mal wieder jemanden an. Ja? Für so Leute ist natürlich massiv schwer, Basisarbeit zu machen. Bist du belastbar? Zweitens, hast du Bock auf Basisarbeit oder musst du da auch erstmal wieder reinkommen? Wie läuft denn das? Also ich sage mal so, Belastbarkeit hat was zu tun, glaube ich, im körperlichen Zustand und ich fühle mich seit jetzt, sagen wir mal, die letzten 2 Jahre bin ich fitter denn je. Also sei das jetzt Fahrradfahren, sei das jetzt Joggen, sei das jetzt auf jedem Conference Call, den wir haben hier mit unserer Firma, der manchmal bis zu 2 Stunden geht, da stehe ich auf dem Stepper, statt als ich im Stuhl sitze. Also diese ganzen Sachen, also belastbarer denn je, möchte ich mal sagen, fitter denn je, besser drauf denn je. Produkt der Produkte mehr denn je und vor allen Dingen auch mit Intuition auf die junge Generation mehr denn je. Kunden, persönlich ich, mehr denn je, lustigerweise. Okay. Also ich hatte noch nie so viele Kunden, wie ich aktuell auf meinen WhatsApp und meinen ganzen Gruppen habe. Da habe ich verschiedene Gruppen, das sind so, sage ich mal, die engen, das sind die Bekannten, das sind die Empfehlungen und so weiter. Ich meine WhatsApp-Gruppen, wo ich die Follow-ups mache, wo ich telefoniere, intensive Kundenbetreuung mache. Das macht einen riesen Spaß und seitdem ich das da mache, weiß ich auch, wie Leute draußen sich fühlen. Und wenn dann einer zu mir sagt, ich finde keine Kunden, dann kann ich das sagen, Schwachsinn, weil es geht, okay? Wenn ich da so aus der Theorie nur rede, so mit haha, es muss doch gehen, früher ging es doch auf, dann bin ich lieber ruhig und schließe mich ein und genieße den Erfolg der Royalties. Aber mein Ansatz ist der, ich muss es vorleben und das tue ich tatsächlich. Also belastbar, ja,
Spaß am Sponsern, absolut. Spaß am Kundenbetreuung, es macht einen Riesenspaß, Leute zu haben, die einem ins Ohr schreien, mein Mann liebt mich wieder und ich habe jetzt so und so viel erreicht und dieses und jenes, es ist gigantisch. Also es macht mehr Spaß denn je. Die Antwort ist, jawohl, Herr Schlosser. Schön, mein Mann liebt mich wieder, die 19-Jährigen pfeifen mir auf der Straße hinterher. Ja. Kann nicht übertreiben. Doch. Gut. Nee, weil ich meine, dich muss ja auch einer motivieren. Ja? Deswegen wollte ich dir mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Das ist ja immer die Frage, wer motiviert den Motivator? Du ist angekommen. Also nehme ich dir zu 100% ab. Und ich denke mal, es wird auch der ein oder andere aus deinem Team hören. Und es ist ja immer die Frage, das ganze Team schaut ja natürlich auch immer irgendwie nach oben, ob oder unbewusst. Und es stellt sich natürlich immer die Frage, wie kriegt man in bestehende Teams guten Schwung rein? Und der Ansatz ist natürlich immer der, die schon da sind, zu coachen zum Erfolg, der sicher richtig ist, aber nichts hat so eine magische Wirkung, wie wenn der Oberleitwolf selber umtriebig ist und aktiv ist. Finde ich schon geil. Respekt, Hut ab. Und ich will es wissen jetzt auf jeden Fall. Ich bin heiß und ich sehe, es war eigentlich noch nie so einfach, wie in unseren Landen jetzt gerade aktiv zu sein. Und da wird sich noch einiges tun in der Richtung. Mhm. Da wird dann auch da so ein bisschen einen Umschwung dann langsam kriegen wollen. Es wird nie so einfach sein. Pass auf, jetzt wieder eine philosophische Frage. Wir haben 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Wir haben einen riesen Bedarf. Wir leben so, wie nennt man das, so Generation Y heißt es, glaube ich, ja, die nach anderen Möglichkeiten des Lifestyle und des Arbeitens sucht. Das wird ja Network Marketing voll reinpassen. Und auch bei uns hat man früher mal gesagt, der Markt ist so groß wie nie. Fakt ist, es muss natürlich immer jemand beweisen. Und deswegen frage mal, und die kann ich jemandem wie dir stellen, siehst du wirklich so große Wachstumschancen? Und wenn ja, jetzt mal, warum und wo wird das Wachstum im Network in Zukunft stattfinden? Junge Generation, Inland, Ausland oder so, das ist das, was ich meine. Also ich sag mal so, wir jetzt hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ja, wenn ich mal nur uns nehme als kleinen Teil der Erde. Wir haben so viele Möglichkeiten, da haben wir noch gar nicht angefangen, an der Oberfläche zu kratzen. Weil meine Meinung, okay, nur meine persönliche Meinung, die Leute realisieren, dass sie in ihrem normalen Berufsleben, sei das jetzt, wenn sie ihr Studium abgeschlossen haben, ich habe selber zwei Kinder, der eine wird jetzt 18, der andere ist 16, da habe ich es realisiert, oder? Die gehen eigentlich in die Zukunft nach dem Studium, verdienen die mal irgendwas, sowas ähnliches, wenn sie richtig top sind, zwischen 50 und 80.000 Euro im Jahr, okay? Mhm. Das ist ein Witz. Wenn ich mir angucke, wie die studieren, was die Schulgebühren alleine kosten, aber im privaten Internat, was das Studium in den USA kostet und so weiter. Ich meine, da müssen die erstmal 20 Jahre arbeiten, um die Studiengebühren zu bezahlen. Die werden schon während dem Studium, werden die lernen, die Jugendlichen. Stopp mal ganz kurz. Das kann sich jeder draußen aufschreiben, vielleicht würde ich mal an der Stelle sagen. Das ist ein Sponsorargument, oder? Das ist eins, also das ist absolut eins. Ich meine, ich sage jetzt nicht, studiert nicht, weil es lohnt sich, im Gegenteil, weil intellektuell gesehen gibt es nichts Wichtigeres als zu studieren und zwar sein Leben lang am besten, okay? Das meine ich nicht, aber das Studium finanzieren zu können überhaupt, okay? Oder vielleicht parallel etwas aufzubauen, sich das Wissen zu holen, den Intellekt sich anzuschaffen, aber darüber hinaus einfach sofort parallel etwas arbeiten, was Geld bringt und vielleicht dann einmal nach dem Studium kann man sagen, weißt du was? Alles gut und schön, was ich hier gelernt habe. Aber bevor ich jetzt meine Zeit absitze, einem Chef in den Allerwertesten zu kriechen, damit ich mal irgendwann eine Beförderung kriege und dann vielleicht statt 60.000, 70.000 im Jahr verdienen darf, okay, da gehe ich doch lieber her, investiere die Zeit in meine Zukunft, meine Flexibilität. Ich kann mich entscheiden, wo ich arbeite. In jedem Land, wo das Unternehmen vertreten ist, kann ich morgen anfangen zu arbeiten. Etwas derartiges gibt es doch gar nicht. Das schaffe ich in einem normalen, herkömmlichen Unternehmen eben nicht. Also sprich, das ist der erste Ansatz, den ganzen jungen Menschen eine Perspektive zu bieten, die sonst in der Frustration enden und irgendwo sich dann, wie jetzt gerade auch in der Presse stand, wo ein BWL-Student irgendwo in England gestorben ist an Übermüdung und Überarbeitung, weil er irgendwie 100 Stunden die Woche arbeiten musste. Ich meine, was für ein Wahnsinn für so wenig Geld. Geld ist doch eigentlich unwichtig. Man muss nur die Sachen damit bezahlen können, die man sich wünscht. Und in einem Direktvertrieb erreicht man die viel schneller. Also sprich,
parallel dazu, glaube ich, ganz einfach, dass die Menschen mehr und mehr erkennen werden, wie wichtig es ist, dass Zeit und, sagen wir, Flexibilität in Verbund mit einem guten Job, den man machen kann, um gutes Geld zu verdienen, um seine eigenen Ziele zu erreichen, wird mehr und mehr an Wertigkeit gewinnen. Und dann werden die normalen Jobs, die man so kennt, einfach mehr und mehr an, ich soll mal sagen, Wichtigkeit verlieren, weil die Menschen realisieren, sie wollen lieber ihre Kinder aufwachsen sehen. Ich habe beide Kinder vom Wickelalter, ich habe so viel Pampers gewechselt und so viel Mal wurde ich angepieselt von meinen Jungs beim Pamperswechsel, das möchte ich nicht missen. Stell dir mal vor, andere Leute waren dann im Job irgendwo gesessen, im Anzug, während ich gesehen habe, wie sie ihre ersten Schritte gemacht haben, wie sie Mama und Papa gesagt haben. Das sind so Dinge, die sind unbezahlbar und dafür bin ich meinem Unternehmen dankbar, dass ich diese Flexibilität hatte, das alles mitzuerleben. Und das wünsche ich jedem da draußen. Und ob es die Großmutter ist, die vielleicht dann die Chance hat, jetzt das noch gut zu machen und nebenbei im Network-Marketing vielleicht einfach so viel Geld zu verdienen, dass sie sich um die Enkelkinder kümmern kann. Spielt gar keine Rolle. Jeder hat heute die Chance, noch sein Leben in die Hand zu nehmen, solange er lebt und etwas zu verändern. Da gibt es nicht zu jung, da gibt es auch nicht zu alt, es sei denn die gesetzlichen Richtlinien 18, sage ich mal einfach jetzt. Aber alles andere, da hat jeder die Chance. In Deutschland, Österreich und Schweiz, wir haben noch gar nichts erreicht, wenn man es mal so sagen darf, obwohl wir schon alle Unmengen von Geldern verdienen. Und wenn ich dann nochmal den Schritt nach Europa oder weltweit sehe, da sind wir gerade ein Krümmelchen am Sandstrand und wir haben noch so, so, so viel vor uns und alle Perspektiven und Möglichkeiten. Also ich bin total aus dem Häuschen, kann ich mal gerade sagen. Ich halte mich gerade zurück, Tobias. Entschuldigung, ich muss zurückschalten. Nee, du musst das, nein, unbedingt alles rauslassen, ganz, ganz wichtig. Weil letzten Endes geht es ja um Emotionen. Ja? Und ich bin mir sicher, alle, die zuhören, können logischerweise auch deine oder unsere Energie spüren und überreisen dann auch vielleicht ein Stück weit mehr, was es da draußen für Möglichkeiten gibt. Ich muss ja mittlerweile sagen, grundsätzlich ist ja so, ne, Geld, habe ich mal gelesen, ist letzten Endes gedruckte Fantasie. Es lässt sich ja immer und überall irgendwo machen. Ja, wenn du so ein bisschen unternehmerisch denkst, es gibt ja an jeder Ecke Chancen. Aber das mit diesem passiven Einkommen, das muss ich am eigenen Leibe auch mal jetzt mal offen sagen, das ist in der Tat gar nicht so einfach. Weil wir verdienen ja auch gut, wir verdienen sehr viel, wir haben mittlerweile 3 Unternehmen. Aber ich sage es jetzt einfach nochmal so wie du, dich auch vielleicht ein paar Jahre nicht zurückzuziehen, aber vielleicht nicht auf 100% zu fahren und trotzdem sehr gut zu leben, das muss man mit einem anderen Geschäft erstmal hinkriegen. Da muss man schon richtig fresh sein, sage ich jetzt mal. Ja, für den Otto-Normalverbraucher, ja, ich sag mal, für den normalen Menschen, wie wir sind, ist es definitiv eine gigantische Chance. Martin, abschließend sag mir doch mal noch ein paar Worte folgendes, das mache ich mit jedem, das ist der Klassiker sozusagen zum Abschluss, bevor ich dich dann wieder in die freie Wildbahn entlasse. In die Natur, genau. Was würdest du denn jetzt sagen, nehmen wir mal an, für jemanden, der frisch durchstartet, was ist so deine Message, was würdest du den Leuten sagen, was sie beachten sollen, was ist wichtig, um möglichst schnell auch erfolgreich zu werden, was sind da die Worte von Martin Ernst? Also mein Lieblingssatz ist eigentlich der, kauf dir so ein Never come back Airline Ticket. Also sprich, triff deine Entscheidung und wenn du es wirklich machen willst, dann denk nicht darüber nach, wie dein Rückzug aussehen kann, sondern denk nur darüber nach, wie deine Zukunft aussieht. Wenn einer schon beginnt mit, ich mache das jetzt mal, aber wenn es dann nicht klappt, dann habe ich ja jetzt noch Rückfall, Fallschirm A, B und C, dann ist es so halb schwanger angefangen. Entweder bist du schwanger oder nicht. Es gibt nicht halb schwanger. Wenn du dich entscheidest zu tun, dann ziehst durch. Gib dir einen Zeitraum, wo du 100% gibst. Werde zum Produkt deiner Produkte, die du vertrittst, und zwar in aller Konsequenz. Und eine gute Freundin von mir, auch eine Kollegin von uns, Sabine Lettner, hat mal was ganz Tolles gesagt, möchte ich zitieren an dieser Stelle. Nichts auf diesem Planeten verschwindet, was du nicht auch noch in 6 Monaten genießen kannst. Und es ist auch tatsächlich so. Also geh jetzt einfach her, sei konsequent und zeige, dass das, was du vertrittst, auch tatsächlich bei dir funktioniert. Und dann mach deine Vorher-Nachher-Fotos oder deine Testimonials, in welcher Form du auch immer die machen kannst, und arbeite damit, andere Menschen glücklich zu machen. Und dann wirst du nicht mehr zurück müssen.
in deine verrückte Welt, sondern du kannst dann hier bleiben mit uns gemeinsam im Network Marketing, im Direktvertrieb und die gesamten Vorzüge und Genüsse Tag für Tag hier ein- und ausatmen. Klasse. Martin, dann sage ich mal an der Stelle schon mal stellvertretend für alle Zuhörer vielen Dank an dich. Du bekommst auf alle Fälle ein Feedback von mir. Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte, werde ich mir mal reinziehen demnächst. Ja, was wünsche ich dir? Alles Gute, bleib in Form. Ja? Und ja, ich sage jetzt mal, wünsche dir natürlich viel Erfolg bei deinen Aktivitäten Deutschland, Österreich und Schweiz, egal auf der Welt, genieße das Leben. Vielleicht treffen wir uns demnächst mal wieder. Und jetzt noch ein kleiner Joke am Rande. Ich habe den Martin Ernst ja sozusagen aus einer Haushaltstätigkeit rausgerissen heute mit unserem Interview. Er hat vorhin Mirabellen entkernt. Also für alle da draußen, du bist auch wirklich ein Mensch, ja, der ein ganz normales Leben führt. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch und danke fürs Interview, Martin. Herzlichen Dank an dich, Tobias, und pass auf dich auf. Die Menschen brauchen dich. Du hast wirklich Tolles bewegt. Also weiterhin euch viel, viel, viel Erfolg und vielen Dank für deine Zeit. Alles klar. In diesem Sinne, schönen Tag dir. Servus. Ciao. Danke. Ciao, ciao.